Und wir sind immer noch unterwegs auf dem Schiff der Piraten. Ja, Leute, wir wollen die letzten paar Räume noch abchecken und dann das Ganze hier hinter uns bringen in dem Part. Deswegen mal gucken. So, kamen wir eigentlich von hier ursprünglich? Ich glaube, wir kamen von hier ursprünglich. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das hier der Ausgangspunkt, da wo man wieder hochkommt. Okay, dann kämpfen wir mal gegen dich, ja. Und dann sollten wir auch schon fertig sein mit dem Piratenschiff, glaube ich mal. Und dann kommt wirklich ein Abschnitt, der ich mega cool finde. Ich habe vor ein paar Parts schon erwähnt, dass dieses Schneegebiet, das da jetzt bald kommt, eins meiner Lieblings- oder wahrscheinlich sogar mein absolutes Lieblingsgebiet im Spiel ist. Und da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Weil ich glaube, erstens kann man sich da coole Waffen kaufen in dem Städtchen, wo das in dem Schneegebiet. Und zweitens ist da außenrum auch wirklich sehr cool alles gemacht. Von daher, das wird cool, Leute. Freut euch schon mal da drauf. Das Spiel bleibt auf jeden Fall richtig geil, oh. Yeah, voll auf die Omme. So, was sagt denn das Level Up? So, Frederik, noch 2 Kämpfe für ein Level Up. Mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. So, was haben wir hier noch? Okay, dann kämpfen wir gegen dich nochmal. So, dann bescheren wir Frederik noch ein Level Up, würde ich sagen. So, Bams, der Bams, der Bams. Und du bist down. Oh yeah, da geht er down. La la, la 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 la. Und da oben treffe ich. Yeah. Immer sehr gut. So. You grab it. Sehr gut. So, okay, noch ein Kampf für Frederik. Und da ist noch eine Truhe. Mit einem Blütenpulver drinnen. Nee. Yay. Yay. So, dann würde ich sagen, komm, gegen dich kämpfen wir noch, um das Level Up voll zu kriegen. Und du bist down. Oh yeah. Und dann speichern wir nochmal schnell. Oh, was war denn das? Holger, was war denn das? Das war nicht gut. Nee, der war nicht so gut. Der war nicht so prickelnd. Okay, ich helfe dir da unten. Ich helfe dir da unten. So, wo willst du denn hin? Willst du uns da runter? Ja klar. Damit du uns beide treffen kannst. Ist ja Logo. Ja, du Arschkopf, du. Salsa, rette sie! Oh yeah, ich rette sie! Bams, der Bams, Mann. Oh, 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 man kann auch alle anderen Mitglieder stärken. Das wusste ich ja gar nicht mehr. Gut zu wissen, auch wenn ich es trotzdem nie benutzen werde, denke ich, in Zukunft. Naja. So, Level Up für Frederik. So, dann gehen wir mal kurz da rein und safen nochmal. Heilen uns auch nochmal davor. So, Moment, Kreuzklee, Bams der Bams. Und ach komm, verschwenden wir ein bisschen, ist doch scheißegal. So, was haben wir denn eigentlich für Items im Kampf am Schlüssel? Kreuzklee haben wir auch noch am Start. Und wenn wir noch eins mitkommen, oh, man kann nie genug haben. Da haben wir Kreuzklee und Pfirsichplätzchen und Kreuzklee. Moment, die Pfirsichplätzchen können wir eigentlich mal wegmachen. Moment. Zurücklegen, 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 zurücklegen. Zurücklegen. Und da können wir ein paar von den Kreuzklee mitnehmen. Und hier Blüten. Hier Blütenpulver noch eins. Ja, hört sich doch gut an. Was sind Engelstrompeten? Achso, für K.O. wieder zu heilen. Okay, das, dann lassen wir die 3 auch mal noch drin. So, mal ein bisschen sortieren hier. Moment. So. So. Und so. Damit das Ganze hier ein bisschen sortiert ist. Okay. Sehr nice. So, safen wir. Safen ist immer wichtig, Leute. Ihr wisst Bescheid. So, und dann wollen wir mal gucken, was hinter der letzten Tür so ist. Wofür wir den Piratenschlüssel, glaube ich, sogar gebraucht haben oder werden, brauchen, werden, so. Ja, genau, Piratenschlüssel verwendet. So, gucken wir mal. Gibt's hier noch was? Okay, hier kann man einfach nochmal speichern, okay. Nö, aber ich habe gerade gespeichert, lass gut sein. Okay, was haben wir denn hier? Geh mal da rein, Polka. Ach, ihr seid es. Ihr habt euch also auf meinem Schiff ausgetobt. Harrr. guck mal, Beat. So sieht ein echter Piratenkapitän aus. Augenklappe, Haken, alles dran. Okay. Nur weil sie Augenklappen und Haken hat, muss sie noch lange nicht der Captain sein. Außerdem sind Piratenkapitäne doch alte, verlotterte Männer mit struppigem Bart.
Das ist ein Klischee. Nicht alle Piratenkapitäne sind Männer. Viele von ihnen sind Frauen, dass du es nur weißt. Haken und Augenklappe sind aber auch Klischee. Heutzutage können Piratenkapitäne tragen, was sie wollen. Nee, Mann, das stimmt nicht. Augenklappe und Haken sind das Markenzeichen waschische Piraten. Ohne das wären sie geradezu nackt. Auch wenn sie damit ziemlich bescheuert aussehen. Hört auf zu zanken, ihr zwei. Ihr räudigen Landratten, Captain Dolch, Dolchsee, Dolchi, ignoriert man nicht ungestraft. Wer spricht hier gerade? Dobro. Au Backe, gleich kriegt sie wieder einen Tobsuchtsanfall. Ah, okay. Ihr mögt also Haken, ja? Mal sehen, wie euch dieser hier gefällt. Okay. Oh, sie kommt. Oh, nach Hause. Okay. Da wollen wir mal die Piratenkapitänin platt machen. Die ganz nebenbei auch, finde ich, cool designt ist. Ja, die ist cool. Oder dann Shinga. Bomba da Bomba. So, erstmal wieder das Kleinvieh erledigen. Ihr kennt ja die Taktik. So, und natürlich nicht geschafft. Okay, sie sind ein bisschen stärker, glaube ich, unterwegs. Da kannst du auch ein bisschen schlagen. Das wäre voll lieb und so. Könnt ihr mal aufhören, alle auf mich zu bashen? Was hat ihr Salz euch getan? Sie war sogar für euch. Sie hat gesagt, hier, Piraten sind cool und so. Mit Haken und so. Okay, das war lame. So, packen wir die? Komm schon. Okay, wir heilen erstmal eine Runde. Salsa, das ist eine gute Idee. Bamste. Bamste. So, auf die Omme jetzt, wo Opferts. Euch zeige ich, wo es lang geht. Oh yeah. Okay, der eine ist down. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ah, hallo, kannst du auch mit mich kaputt zu hauen? Da wäre voll lieb und so. Okay, das war sehr verschwendet irgendwie. Okay. Mein Salsa ist voll down. Was ist denn los? Doch scheiße. Die arme Salsa. Die arme Salsa ist voll down, Mann. Oh nein. Hast du das Gefühl, so überlebe ich nicht? Das war klar. Okay. Moment, wir müssen mal die Engels... Oh, wir haben Engelstrompete ausgerüstet, okay. Moment, wir müssen mal ganz kurz hier Salsa heilen. Der geht's nicht so gut. So. Bisschen Energie. Ja, für Salsa, sehr nett. Kannst du aufhören, auf Salsa rumzukloppen? Was hat die dir getan? Ganz ehrlich. Du Arschkopf, du. Aber wir müssen mal hier ein bisschen Kreuzklebe nutzen, glaube ich. Yay! So, jetzt aber hier mal auf die Omme. Mal ganz ehrlich, Mann. Kannst du aufhören, auf Salsa rumzukloppen? Das ist doch scheiße, Mann. So, und du könntest auch mal down gehen. Autsch. Autsch. Oh, Mann. Autsch. Mann, die ist irgendwie stark. Geh doch mal down. Geh doch mal down. So, okay, dann heil mal ein bisschen hier. Oh yeah. Sehr geil. Salsa, zur Hölle. Zur Hölle, Salsa. Du schlägst vorbei. Okay, pump dich mal ein bisschen auf. Okay. Ich könnte mal die Kamera wieder normal machen. Fällt mir gerade auf. Die Kamera habe ich umgestellt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. So habe ich es gehabt. Ja. So ist doch cool. Okay. Bamster Bams! So, jetzt aber hier mal ein bisschen kommen. Okay, heilen wir Polka mal eine Runde. Ist auch eine Idee. Und die sind alle so schwach. Meine Güte. Okay, der ist down. Gott sei Dank. So, jetzt gehst du mal ein bisschen aufs Maul hier. Mal ganz ehrlich. Nein. Autsch, autsch. Autsch, autsch. Man, schon wieder down. Komm zurück. So, jetzt kriegst du mal voll auf die Omme von jedem hier, mal ganz ehrlich. Ich sehe das mal gar nicht ein. Bams! So, wir müssen noch ein Kreuzkleber nutzen, glaube ich. Yay! So, geschützt! Geschützt, nicht geschützt.
Okay, war ganz gut. Die Runde war ganz gut. So, auf die Oma, 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 auf die Oma. Auf die Oma, 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 auf die Oma. So, mal alle aufpumpen hier. Sehr gut. Alle aufgepumpt und auf die Oma. Und Unterbälle. Yay. So, schützen, schützen. Nein, schützen, schützen, schützen. Oh mein Gott. Okay, Polgas eh fast am Sterben tun sein. Tun, sein, tun. Aber wir haben es in Daumen gekriegt, Leute. Wir haben es geschafft. Gerade so. Yeah, gib mir ganz viel Erfahrungspunkte. Wir haben Piratenpapier 1 erhalten. Jolly Roger und zerrissener Schirm. Oh mein Gott. Okay, Level Up für Polga. Du hast es gerade so überlebt. Gott sei Dank. Und natürlich für die gute Salsa, die hat alles gegeben. Oh yeah, sehr nice. どうやらサルサちゃんの言ってたことは正しかったようね。そのようですね。ちゃんと海賊の財宝を見つけることができましたね。そうだべそうだべ見つけることができたべでもいただいちゃっていいのかしらこれだけの財宝となるとちょっとなんか気が引けますねそんなちっちゃこいこと言ってたら大物になれないだべこの程度のものをいただくくらい何でもないだべどうせ盗んだものなのでしょうから誰も文句は言わないでしょう。そうそう。こんな財宝を目の前にして、他のガラクタを持って帰ろうなんてやつは。これでまた形勢逆転ですねさあそれでは戻りましょうかクレッシェンドさんに早く報告してあげなくてはそうするべでもその前に偶然にもうまい具合にタイミングよく全身が映る鏡があるべビートちょっとその前に立ってみるべ。僕、なんだか嫌なこと思い出しちゃったよ。ん？何かあったっけ？ううん。なんでもない僕先に入ってるからポルカ姉ちゃんも早く来なよそろそろ始まる頃だと思うよAch ja, Leute. Hauptsache Salsa hat wieder ihren Piratenhut. Das ist schon mal das Wichtigste auf jeden Fall. Ach komm, wie schön es hier ist, Leute. Und hört mal die Melodie.Oh, es ist so harmonisch, es ist so friedvoll, oh mein Gott. Ja, Leute, wunderschön. Oh, wir sind nur noch mit Polga unterwegs, aber Moment, wir haben doch für sie auf jeden Fall schon mal einen zerrissenen Schirm, oh yeah. Und haben wir noch irgendwas? Dunkle Broschen? Nee, wir haben aber noch andere Sachen für andere, glaube ich. So, mal ganz kurz hier ein bisschen umgucken, ich weiß ja gar nicht genau, wo wir hin müssen.Aber da vorne ist eine Safe Station und da geht's auch rein. Wir safen mal. Speichern. Man kann eigentlich nie genug speichern. Weil der Piratenkampf war schon nicht ganz ohne. Da war schon, ja, wir mussten Salsa zweimal reanimieren. Wir müssen für Salsa mal ein bisschen mehr Verteidigungskrams kaufen. Naja, mal gucken.
Grand Walls Brillante. Dieses Stück komponierte er 1831 mit 21 Jahren. In Chopins Heimat Polen war die 1830 in Warschau ausgerufene Revolution noch in vollem Gange. Zu dieser Zeit befand sich Chopin in Wien, der Hauptstadt von Österreich. Später begab er sich nach Paris. Bei der Erläuterung zur Revolutionsetüte, was erwähnten wir bereits, dass Chopin die Nachricht von Warschaus Fall auf dem Weg nach Stuttgart erfuhr. Revolutionsetüte, okay. Dieses Stück entstand vor dieser Zeit, als Chopin in Wien weilte und noch nicht nach Paris aufgebrochen war. Und was nu? Hauptsache die Musik ist am Start. Oh, zu der Zeit war Österreich gegen die Unabhängigkeit Polens. Österreich gehörte zu den Nationen, die Polen aufgespalten hatten. Außerdem hatte man auch Angst, dass der Aufstand auf Österreich übergreifen könnte. Deshalb war es für den Polen Chopin nicht einfach, in Wien zu leben. In Wien waren zu jener Zeit Walzer in Mode, zu denen man tanzen konnte, und Chopins Musik fand keinen großen Anklang. Das tut mir aber leid für ihn, aber jetzt irgendwie so, ne? In einem solchen Umfeld entstand das Stück, und obwohl zweifellos ein Meisterwerk, ist es nicht sehr typisch für Chopin. Der Pole Chopin hatte es unter diesen Umständen nicht gerade leicht. Man kann sich da erweitern, er wird bestimmt Chopin ausgesprochen und nicht Chopin. Weil das wäre mit Doppel-P, Chopin. Bestimmte Chopin heißt er bestimmt. Chopin. Hört doch besser an irgendwie, ne? Na egal. Und fühlte, obwohl die Notwendigkeit, Musik zu produzieren, die allgemein gefiel. Oh yeah. Chopin erschien häufig bei festlichen Abendessen und Bällen, wo er Musik spielte, zu der die Leute tanzen konnten. Man sagt, dass Chopin nach solchen Vorstellungen in sein Zimmer zurückkehrte und wie wild das Klavier bearbeitete.
Vermutlich war er verärgert und unzufrieden mit sich selbst. Weil er seine wahre Natur unterdrücken, eine Maske anlegen und Musik aufführen musste, die bei den Menschen ankam. Im Gegensatz zur Fröhlichkeit des Stückes war Chopins Stimmung, als er spielte, Stimmung, als er spielte, bestimmt viel weniger fröhlich. Stimmung. Ja, der arme Chopin, der hat's nicht leicht gehabt anscheinend. So, hier speichern wir, hier machen wir Pause, was laber ich von Speichern? Hier machen wir Pause, so wollte ich sagen, und legen im nächsten Part dann hier wieder los. Ja, Leute, wie gesagt, jetzt kommt ein recht cooler Abschnitt des Spiels, wo mir eigentlich echt gut gefällt. Deswegen hoffe ich, dass er euch auch gefallen wird. Also schaltet wieder ein beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Eterna Sonata. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuschauen und tschaußen!